Ein Mann bekommt im Paradies mindestens zwei Hurel'in. Was bekommt eine Frau, die ins Paradies kommt? Sie bekommt etwas, dass sie zufrieden ist und dass sie nicht jammert und dass sie nicht klagt. Mach dir keinen Kopf. Mach dir überhaupt keinen Kopf. Kein Mensch wird jammern oder wird kritisieren oder wird nicht zufrieden sein im Paradies. Wenn die Männer etwas bekommen, bekommen auch die Frauen was. Aber was genau? Da müssen wir nicht alles wissen. Wir wissen nicht alles, was im Paradies ist. Da möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von uns erstmal annehmen und uns Ikhlas geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Wir wissen nicht, ob wir ins Paradies kommen oder nicht. Wallahu ta'ala ala'ala.